der Hoffnung. Und jetzt den Master-Überbrücker. Gib ihn mir. Die Master-Überbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Ja, das wird sicherlich nicht einfach. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Komisch, dass die Signs noch nicht aufgetaucht sind. Ah, ich wette mit dir, die kommen gleich. Gut. Sag ich doch. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Ah! Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Gerade eben sagt das. Auf Wiedersehen. Also, ich stürze jetzt in den Tod. Warum hat er sich denn nicht festgehangen? Ah, gute Nacht, Nienchen. Sag dir auch gute Nacht, Babe. Sorry, aber ich will das jetzt noch machen. Verdammt! Ich will das jetzt noch durchmachen. Das ist nicht mehr weit vom Schluss. Hoffe ich mal. Und morgen habe ich keine Zeit mehr. Nur noch heute. Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Und hab! So. Muss ich hin? Bin ich falsch gelaufen. Voll falsch. Muss ich denn hin? Hä? Ach, ich muss nach oben, oder was? Und wie komme ich nach oben? Moment. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Da oben ist ein Seil. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Irgendwie da hochkommen. Oh, weiter hoch. Wie soll ich das verstehen? Da war doch gerade... Da ist das Seil. Verdammt, lass mich... Was auf dieses Seil? Nein. Aber ich rutsche runter, ich rutsche nicht hoch. Wie zum Teufel... Ach nein, ich hab den Weg schon zurückgefunden. Ach so, naja gut. Ich dachte gerade, ich bin falsch, aber nein, bin ich gar nicht. Okay, weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Wieder in die Werkstatt. Du bist hier. Physisch. Nur ganz kurz. Wow. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe... sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so, ich war von Anfang an dabei.
Ich fand Hades, Aloy. Auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrecher-Modul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Erzähl mir alles über Hades. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand. So wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran. Bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf. Direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas. Ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titan. Tief in den Dschungeln des Juwels. Hades. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen. Bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren, ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort, die umgebende Landschaft, wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Warum die Karja? Und die Schatten-Karja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Karja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben.
Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Warum hast du sie verraten? Ja, das würde ich auch gern wissen. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eclipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Aha. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Tust du wirklich alles für Wissen? Oder? Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Aloy, dies war kein Geständnis, über das du urteilen sollst. Unglaublich. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Okay. Das haben wir doch schon, oder? Nee, was ist das? Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten? Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah. Es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Ich hab ja schon überall 30. Warum wurde das gerade an... Ah, egal. Dann bauen wir jetzt die Lanze. Die Hades zerstört.
Ah, warte mal. Da ist noch eins. Hä? Warum kann ich das nicht abspielen? Jetzt. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv. Gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse. Daten wurden kompiliert. Volumen übersteigt. Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Helis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. So ist das also gewesen, ne? Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich kann dass die Eklipse bald anbrechen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm. Okay. Ich mach nochmal das. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Bahavas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Verdammt, da komme ich gar nicht runter. Bleib zurück, Karja im Schatten. Falsch. Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten. Der verborgene Schatten, ich... Ja. Nein. Abwärts. Okay, wir müssen jetzt nach Meridian. Können jetzt den ganzen Weg natürlich wieder laufen, aber ich bin doch wieder etwas faul. Und mache eine Schnellreise nach Meridian. Los geht's. Bin echt gespannt. Der Angriff auf den Turm erfolgt jetzt mit den Karja. Komm, mach. Oh, wie lange das überlebt. Das ist so furchtbar. Ja, Mann. Das Finale kommt. Jetzt. Lagerfeuer. Auf geht's. Okay, die Eklipse hat noch gar nicht angegriffen. Prinz Itamen ist noch. Dann keine Zeit verlieren. Okay. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Ich muss zum Palast. Ja, die Sonne ist euer Zeuge. Gleich habt ihr überhaupt keine Zeugen mehr.
Okay, Beeilung. Wo ist er? Ah, da ist er ja. Moment mal, was ist das? Achso. Nein, nein, das Ding hier. Ah ja.